Kommst erstmal hoch, du bist ja das erste Mal hier. Wo kommst du denn her? Ja, ich erzähle ein bisschen was. Du erzählst was, super. Ja, also ich bin Helen, ich komme aus Rheinfeld. Wir sind heute extra hierher geguckt. Und ja, ich bin zum ersten Mal hier, logischerweise. Und ja, ich habe einen Text mitgebracht, der sich mit dem Thema Patchwork ein bisschen beschäftigt. Und es geht dabei um die Perspektive eines kleinen Mädchens, weil ich denke, dass wir die Perspektive von Kindern nicht so oft genug berücksichtigen. Der Text heißt Auf der anderen Seite und klingt so. Hände an die Stirn. 10 Schritte zurück. Ich löse mich von der Gegenwart. Gehe rückwärts ein großes Stück. Kinderzimmer. Spielsachen. Ein Kuschelhase auf meinem Bett. Bunte Wachsmalfarben. Ein fremder Mann in der Tür. Ich finde ihn nicht nett. Gefühle. Wilde, dunkle, ein Beben in meiner Brust. Mir sind meine Gefühle und deren Ursache noch lange nicht bewusst, denn ich bin noch klein. Zu klein, um wirklich zu erfassen und zu verstehen. Doch nicht zu klein, um Ängste, Sorgen, auch Wut hier in Verbindung mit dem Mann zu spüren und hier zwischen den Stühlen zu stehen. Der Mann kommt jetzt öfter. Er bleibt auch über Nacht. Mama ist jetzt glücklicher. Abends, wenn ich im Bett liege, höre ich, wie sie lacht. Ihr Bett ist jetzt belegt. Es ist kein Platz mehr dort für mich. Es ist lange her, dass ich mich seitdem mit nackten Füßen dort hinüberschlich. Weihnachten. Eine Tanne hoch wie ein Zimmer. Bunte Kugeln, Geschenke, ein alter Brauch. Ein Mann, der jetzt kein Fremder mehr ist, die Hand liebevoll auf einen gewölbten Bauch. Meine Mutter. Glücklich, den Mann küssend, der mir, so fühle ich, nie Vater wird. Eine neue Familie. Ein neuer Alltag. Es gibt vieles, das mich hier verwirrt. Und du, Mann, der kein Fremder mehr ist, du bemühst dich kaum um mich. Da ist auch Enttäuschung neben der Ablehnung, die alsbald Aussichtslosigkeit wich. Denn verborgen hinter der Ablehnung steht doch auch ein Herzenswunsch. Ich verziehe nicht absichtlich das Gesicht, verziehe nicht, um zu verärgern, eine Flunsch. Ich vermisse hier etwas, vermisse die Bemühungen um mein Vertrauen. Will nicht auf falsche Gesten, Wörter und vorgeschobene Bemühungen bauen. Ich teste dich. Ja, ich will wissen, was tragfähig ist. Das heißt nicht, dass das kleine Mädchen hier einen Vater nicht vermisst. Ein heißer Sommertag. Der Spielbereich in einem Krankenhaus, Legosteine mit alter Hand gesetzt, ein beißender Geruch, Leute, die kommen und die gehen, meine Oma, die meine Mutter hier ersetzt. Wir werden hereingerufen. Weiße Vorhänge, strahlende Gesichter, ein Bündel auf Mutters Arm. Ich bin unruhig, weiß nicht wohin, halte Omas Hand ganz fest, etwas schreit Alarm. Ich bin verwirrt, zu klein noch, um es auszudrücken. Zu verstört, um Mitmenschen zu gefallen und zu verzücken. Ich bin entsetzt. Ausgetauscht durch eine kleinere Version. Es ist keine Tochter, sondern ein Junge, ein kleiner, in Leinen gehüllter Sohn. Und die Welt hat nun eine neue Sonne, um die sich alles dreht. Und nach deren Wünschen und Bedürfnissen hier vieles nun ergeht. 6 Jahre vergehen. Ich bin längst nicht mehr so klein. Ich bin alt genug für Tabu und Karaoke, aber noch zu jung für ein Glas Wein. Grüne Rasenflächen. Der Mann auf einem Stuhl im Garten, mein Bruder auf seinem Schoß. Sie albern miteinander herum. In meiner Kehle wächst derweil ein dicker Kloß. Denn jedes Mal, wenn ich die beiden zusammen sehe, erinnert es mich an meinen Verlust. An den Schmerz und die Wut in meinem Bauch und in meiner Brust. Und das an das, was hätte sein können, wäre mein leiblicher Vater nicht gegangen. Es erinnert mich daran, was hätte sein können, hätte die Liebe Mutter und Vater aufgefangen. Hände auf die Brust. 10 Schritte bis in die Gegenwart hinein. Ich löse mich von der Vergangenheit. Kehre zurück zum aktuellen Sein. Ein kalter Stuhl. Ein Tisch zwischen uns. Kleenex-Tücher in meiner Hand. Eine warme Stimme. Gute Worte. Jemand, der den schlechten Gedanken Zügel anlegt und sie aus meinem Kopf verbannt. Was würden Sie ihm heute sagen wollen? Sein Blick ruht ganz auf mir. Und ich antworte, es ist eine Frage, nämlich, sag mir, was bedeute ich dir? Und wieso hast du so schnell aufgegeben? Ich war doch noch ein Kind. Sag mir, wo diese Gleichgültigkeit, dieses Genervtsein und diese Ablehnung beginnt. Und sag mir, warum ich nie gut genug für dich gewesen bin. Ich hatte eine Geschichte. Du kanntest sie und wusstest doch nicht damit, wohin. Und du hast dich nie entschuldigt. Hast nie gesagt, es tut dir leid. Auch nicht nach diesem letzten, alles verändernden Streit. Und vielleicht würde es etwas ändern. Vielleicht würde es mich von Schuld befreien. Und vielleicht würde es auch dich erlösen.
Vielleicht könnte ich dir irgendwann verzeihen. Der Haustürschlüssel in meiner Hand. Ein Knistern, ein Rascheln, Kerzen auf dem Boden, eine Spur aus Licht zum Wohnzimmer hin, zwei Gläser Wein dort auf dem Tisch, Blumen auf den Kommoden und ein Zettel, auf dem mit unleserlicher Schrift "Ich liebe dich" gekritzelt steht. Du veränderst meine Sicht auf die Dinge. Du machst, dass meine Welt sich wieder dreht und du liebst mich, sagst du, mit jedem Haar und jeder Faser, die ich bin. Du hörst mir nächtelang zu, nimmst mich in den Arm und gibst mir neuen Sinn und du bemühst dich um mich, so wie es keiner zuvor getan hat. Jemand anderes hätte schon dreimal seine Sachen gepackt, hätte diese Mühen endgültig satt. Du aber stehst noch immer hier, die Hände in den Hosentaschen und wartest auf mich. Du sagst, das Kostbarste, was du je besessen hättest, das wäre ja ich. Und es ist, als würde ein Stück in mir heilen, mit jedem Meter, den wir zusammen gehen. Den Mann, der nicht mein Vater sein konnte, habe ich bisher nicht wiedergesehen. Und ich halte mich an dem fest, was ich jetzt habe und auch bin. Du legst die Hände über mein Herz und sagst, da ist nichts Schlechtes in dir drin.